Benvenuti, Signore e Signori della Mappa Italia. Einen wunderschönen guten, ja, vielleicht diesmal ausnahmsweise regnerischen Morgen in Italien. Ihr habt es vielleicht gesehen, BGA ist tatsächlich, haben wir durchlaufen lassen, haben ein bisschen Zeug auch reingefahren, aber es ist tatsächlich auch noch ein bisschen mehr drin gelandet, als abgerechnet wurde. Das heißt also, wenn wir nichts reinfahren würden, würde auch in der nächsten Nacht, ja, da noch ein bisschen Geld dazukommen, ne? Jetzt geht es aber daran, also wir haben es tatsächlich auch noch vor dem Regen geschafft, offensichtlich. Es hat jetzt heute Morgen angefangen zu regnen, das heißt, wir werden heute den Tag über etwas länger mit Regen zu tun haben. Jetzt habe ich gedacht, könnten wir zwischendurch mal was ansehen, aber nein, ansehen ist leider nicht drin, weil es keine Sämissionen gibt, also keine wirklich gute. Die ganzen Sämissionen von gestern sind quasi weg. Und ja, deswegen bleibt uns jetzt gerade tatsächlich nur. Übrigens, schön, dass das Gras schon wieder die erste Wachstumsstufe erreicht hat. Ist nicht verkehrt. Da müssen wir uns aber tatsächlich mal Gedanken machen, ne? Ja, wie wir das beim nächsten Mal machen wollen. Ob wir es vielleicht. Ja, so teils, teils, ne? Ich möchte auf jeden Fall mehr Gras noch machen. Silage. Ich finde das eigentlich auch ganz cool mit dem Reinfahren hier, also mit dem Abladen im Silo, mit den Ballen. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ja, da müssen wir uns schon was anderes einfallen, als weil die die ganzen Dinge einzeln zu wickeln. Das ist mal schön, aber ich sag mal, wie es ist, muss ich jetzt nicht ständig und nur machen, ne? Das können wir uns gerne mal sparen. Aber wir müssen ja auch noch tatsächlich ein bisschen was anderes machen. Also zum einen, das mit den Schafen, das ist, also das bleibt ein Liebhaberprojekt und das lassen wir auch so stehen. Da sind trotz des Tages und der Nacht, die da jetzt durch sind, sind da gerade mal 1000 Liter Wolle angefallen. Das ist schon ein bisschen traurig. Also das ist wirklich nicht sehr viel. Muss ich gerade überlegen, was machen wir denn? Ja, wisst ihr was, wir stellen den hier hin. Und dann würde ich sagen, jetzt muss ich gerade immer überlegen, mit dem Frontlader schon nicht schlecht, ne? Ich möchte gerne, ach, wisst ihr was, komm. Wir fahren mit dem Traktor los. Muss auf jeden Fall unsere Felder noch düngen. Und gekalkt haben wir die ja schon, aber die müssen auch noch gegen Unkraut einmal gespritzt werden. Ne? Das heißt, die Sachen müssen auf jeden Fall noch einmal erledigen. Und ich möchte gerne bei den Schafen einmal ein bisschen aufräumen. Dafür, ja, müssen wir gucken, das weiß ich noch nicht, ob wir das in der Folge schon. Ich gucke gerade auf die Tankanzeige. Nein, wir haben noch genug Benzin. Da können wir noch ein bisschen mit durch die Gegend fahren. Ansonsten haben wir jetzt tatsächlich 327.000 Euro. Jetzt hätten wir die Chance, zwei Sachen zu machen. Entweder wir kaufen nochmal und investieren, oder wir zahlen Kredit zurück. Wir können ja mal gucken, was so die Kreditzinsen pro Tag sind, ne? Dann sehen wir das ja relativ schnell. Also, wir haben Einnahmen BGA 282.000 gehabt. Ja, das ist offensichtlich. Wo sind denn unsere Zinsen, Kreditzinsen? Okay, das waren dann gestern 2.528 Euro Kreditzinsen. Wir könnten hier theoretisch komplett zurückbezahlen jetzt gerade. Aber wir wollen ja auch, dass unser Geld arbeitet. Also ich, der Plan ist schon natürlich auch nicht, die Hacienda irgendwann auf Kredit zu kaufen. Aber ich möchte schon auch, dass das hier vorwärts geht, ne? Es hat sich auf jeden Fall herausgestellt, dass über die BGA doch durchaus Geld zu machen ist.
Deswegen. Ja. Schwierig. Ich überlege gerade für die Pferde, wenn wir Pferde anschaffen wollten. Ja, das dauert eigentlich auch zu lange. Also ich möchte auch nicht sofort Pferde anschaffen. Da war der auch wirklich gespalten, ne? Das Pferde ja oder nein. Ich bin das auch noch immer so ein bisschen. Ja, ich hätte auch über die Straße fahren können, da wäre ich natürlich schneller gewesen. Aber. Hier ist halt die schöne Strecke. Ne? Und hier fahren auch nicht so viele Autos mir vor die Füße. Ist auch nicht verkehrt. Ja, es. Lass uns doch mal gucken. Lasst uns doch mal gucken. Also das, die Impress wäre das Minimum, die müssten wir haben. Damit wir das eben nicht mehr selber wickeln müssten. 110.000, auch schon Geld, ne? Ich habe da so einen groben Plan, mit dem würde das ziemlich genau passen. Ja, aber lass uns erstmal. Wisst ihr was? Wir gucken jetzt erstmal, dass Dünger und Pflanzenschutz auf unser Feld draufkommt. Unser Felder. Und dann gucken wir mal weiter, weil das. Wir wollen da ja schon auch Ertrag wieder runter haben, ne? So, Moment. Ich meine, Orange war Kalk, ne? Ich guck mal eben. Müsste der jetzt Dünger haben, ja, tatsächlich. Guck mal. Das ist schon mal gut. Fahren wir mal los. Dünger gehen tatsächlich 3200 Liter, die strengen den nicht an. Die 6000 Liter mit dem Kalk lassen den halt runter, hinten auch runterfallen. Aber ja, das geht schon so. Zur Not könnten wir ja auch den großen Traktor nehmen. Eigentlich den großen brauchen wir für die Sämaschine und natürlich für die Mähwerke. Ja, und jetzt kommt der Clou dran. Wahrscheinlich bräuchten wir die große auch. Den großen Traktor auch später für die. Wenn wir wirklich die Impress anschalten wollten, bräuchten wir das auch, ne? Das sind 15 Meter, okay. So eine Blumenwiese hier. Da hatten wir hier Roggen angepflanzt, ne? Okay, so richtig viel nimmt er hier aber gerade nicht an Dünger. Oh, ich habe gedacht, dass es mehr wäre. Aber war das nicht der? Oder vertue ich mich jetzt komplett? Also da wird ein bisschen angehoben, aber irgendwie braucht er denn nicht so viel Stickstoff, der Roggen? Dann ist trotzdem die Frage, warum der Ertrag so schlecht ist, ne? Also wie gesagt, eigentlich hätte der das mit der Sämaschine ja schon mitmachen müssen. Also er düngt ja jetzt hier gerade ein bisschen. Aber das ist wirklich nicht viel. Also es kommt der Rede wert. Der düngt hier gerade auf 20 oder 40 Kilogramm pro Hektar. Das ist nicht so viel. Aber Ertrag ist echt, also nicht gut, ne?
Ich denke, da würden wir, gucken wir gleich erstmal, was die mit der Spritze rüberfahren. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob Ertrag nicht vielleicht auch. Sind da jetzt so grüne Flecken drin? Also, wir wollen da ja irgendwo hier runter, ne? Naja, mit dem Dünger soll es auf jeden Fall gewesen sein. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht drauftragen, ne? Wisst ihr was? Wir lassen den Traktor mal eben hier stehen. Und dann gucken wir uns das gleich mal eben an. Wir fahren, holen den, uns den anderen mal eben für die Spritze. Oh, gehen wir mal hier ein bisschen querfeldein, ne? Ist auch nicht verkehrt. Hier hinten an der Milchfabrik vorbei. Ich wüsste tatsächlich gerne mal, also wenn ich merke, sehe, wie die Schafe sich hier tummeln. Müssen wir mal gucken, ob die anderen Tiere sich lohnen, ne? Kühe oder Schweine. Wo ist denn eigentlich unser der andere vier. Oh, guck mal, das sieht ja cool aus. Okay, das scheinbar ist das cool animiert. Auch wenn der oben hart so ein bisschen quer geht. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Das würde ich erstmal als Fehler einsortieren. Aber gut, so oft guckt man ja vielleicht nicht drauf. Okay, nee, nicht die. Uns geht das nicht so gut. Wir können jetzt nicht in noch eine neue Säule bezahlen, Freundchen. So, Pflanzenschutz, haben wir da hier irgendwo noch was stehen? Ich glaube nicht. Dann gucken wir mal, ob das denn ausreicht, aber es sollte eigentlich. So wie so ein Pendel. Also irgendwie, das ist auch nicht die richtige Scheibenwischerbewegung, oder? Also sieht witzig aus, aber Freunde, das kann so nicht richtig sein, echt nicht. Ja, gut. Wollen wir es mal akzeptieren? Gut, dass es in Italien nicht ganz so oft regnet, ne? Das ja heute aus der inneren Sicht fahren können. Ja, es geht auch, ne? Guck mal nicht, dass die Kollegen sich schon wieder beschweren. Ein bisschen aufpassen, ne? Nicht, dass man Nachbarn irgendwie noch so was mitspritzt, was er gar nicht möchte. Ne? Auch das ist ja durchaus denkbar. Aber ich denke, das haut hin. Ja, das ist natürlich nicht schön, so schön, dass es jetzt regnet. Jetzt liegt das Gras da oben, das wollten wir eigentlich trocknen fürs Heu. Ne? Hoffentlich regnet es nicht zu lange, damit wir das noch nachtrocknen können. Also werden wir nochmal mit dem Wender rüber müssen. Den müssen wir uns übrigens auch noch kaufen oder mieten zumindest. Ich denke, wir müssen alles mal einen kaufen. So ein kleiner Bänder wird ja wohl drin sein. Und dann gucken wir uns jetzt gleich mal den Ertrag an und hoffen mal, dass sich das ein bisschen ausgeht, ne? Könnte sein, dass es fürs nächste Feld ein bisschen knapp wird. Ich sehe gerade, dass es nicht mehr so viel drin ist hier.
So, dann lass uns doch mal gucken, was der Ertrag sagt. Aber er macht tatsächlich nicht mehr. 90% kommen wir da in Ertrag ran, ne? Ja, liebe Zuschauer, wisst ihr denn noch? Liegt das an dem Sand? Sandiger Lehm? Und Lehm haben wir da drunter. Ah, der andere hat schluffigen Ton. Also mehr kriegen wir da tatsächlich nicht raus. Stickstoff braucht er da scheinbar echt wenig. Also da sind wir bei wirklich 20 Gramm pro 20 Kilogramm pro Hektar. Ja, müssen wir so akzeptieren, ne? Ich denke, dann werde ich erstmal zu dem anderen Feld fahren und das noch Pflanzen schützen. Und dann werden wir aber mit dem Dünger. Ja, wir fahren noch mal einmal die Ecke rüber. Da auch noch so ein grauer, so ein roter Bereich gewesen. Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was erreichen, aber so arg viel machen wir da nicht mehr. Ich überlege gerade, was kostet denn der. Wir fahren hier gleich mal eben auf die Fläche hier vorne rauf und dann schauen wir mal, was der die Kuhweide kostet. So, mal eben hier in den. Hier können wir auch mal aufs Handy schauen, ne? So, hier ist doch ein Kuhstall. Achso, Moment, wir müssen die Karte natürlich rein. Uiuiui, 367.000. Ja, das ist nicht ohne. Gehen, das ist doch der Kuhstall, oder? Geh, da. Kauschiete. Nee, das wird früh. Das können wir uns noch nie leisten. Ja, dann werde ich wahrscheinlich doch an meinem ersten Plan festhalten. Und noch einen Schritt Richtung Grastechnik machen, BGA befüllen. Und ihr habt das auch gesagt. Das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Nummer. Wir haben dann natürlich Dünger, und zwar organischen aus der von den Gärresten, der uns nichts kostet, sowohl für die Aufträge als auch für die für unsere eigenen Felder. Und das ist natürlich schon eine schöne Nummer, ne? Das muss man schon sagen. So, jetzt gucken wir nochmal eben, wie weit wir hier kommen. Ich weiß gar nicht, Pflanzenschutz im Regen. Eigentlich geht das wahrscheinlich nicht, ne? Weil die normalerweise müssen die Unkräuter oder die Kräuter, die man nicht möchte, müssen das über die Blätter aufnehmen. Wenn es dann regnet, würden die das eigentlich im Boden spülen, ne? Ich meine, das ist so. Da hat man da nicht so arg viel von gewonnen. Ich meine, sollte einigermaßen, also es geht, aber es sollte einigermaßen trocken sein, dass es nicht, dass die Pflanzen das erstmal aufnehmen können. Die wir nicht wollen, ne? So, aber es hat tatsächlich gereicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir gucken, dass wir noch mal runterfahren und ja, ich glaube, ich frage Miguel, ob der den uns zum Shop runterfährt, damit wir den noch mal befüllen können. Miguel ist unterwegs. Meine Lieben. Ja, für uns soll es das heute gewesen sein für die Folge. Und ja, schreibt mir gerne rein, was ihr davon habt. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt für die Felder zum besseren Düngen und Vorbereiten, dann sagt es mir gerne. Wie gesagt, gerade dieses Feld hier.
Ja, weiß ich nicht. Also obwohl das müsste eigentlich passen. Also in diesen Bereichen müsste das schon passen. Aber ihr seht, Ertrag ist tatsächlich hier sogar richtig mies. Sogar Orangenstand heißt so 70% maximal. Ist nicht so schön. Also gebt mir gerne Tipps. Würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten muss ich sowieso gleich mal irgendwann meinen anderen Fiat Agri suchen. So richtig weiß ich nämlich gerade nicht, wo der hin ist. Ja, was auch immer. Und dann werden wir beim nächsten Mal mal ein bisschen mit den Schafen aufräumen. Da muss auch noch was passieren, ne? Von daher, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bye bye und ade. Arrivederci. Na.